Hi, herzlich willkommen zurück nach einer aufregenden letzten Folge. Geht's in dieser Folge weiter. Wir haben Humphrey besiegt, während sich der Schlund, so nennt sich unser Kontaktmann, in ihn oder in irgendwas von ihm eingehackt hat. Jetzt nicht auf sexuelle Weise, sondern auf ganz reguläre Weise hat er irgendwo sich Zugang zu ihm und seinen Daten verschafft. Und das werden wir jetzt mal alles überprüfen, wie das gelaufen ist. Was das überhaupt für eine Konsequenz hat. Für uns, unser Spiel und alles und für die Welt. So, Detritus. Ich nehme an, ich habe jetzt Zugang zum Zeitungsarchiv. Ja, ich habe den Code für einen bewaffneten Polizisten, also musst du dich in einen verwandeln, bevor du reingehst. Um die Datei des Irrenspielers überprüfen zu können, musst du mindestens 30 Sekunden lang den Strom anschließen. Dazu musst du bestimmte Schalter betätigen. Wenn der Alarm ausgelöst wird, gehen alle Schalter aus. Ich glaube, ich habe so etwas Ähnliches schon mal in einem Videospiel gemacht. Wenn der Alarm ausgelöst wird, gehen alle Schalter aus. Okay. Wo ist mein Schiff? Ach, da. Keine Ahnung, was ich jetzt machen muss. Ich werde mich überraschen lassen. Erstmal natürlich wieder den Weg finden. Ey! Ach, immer diese random Pipi-Männer, die sich hier aufladen. Unglaublich. So, da sind wir auch schon. Richtig. Ja, mal gucken, was uns da jetzt erwartet. Ja gut, mein Schiff brauche ich eigentlich gar nicht auffüllen. Plüpp. Weil es nichts bringt. So. Wo ist denn hier verflucht noch eins der Eingang? Jo mei, bin ich jetzt blöd? Ach da. Rein da! Ob der irre Spieler hinter all diesen Morden steckt? Wer weiß. Mein Spiel wurde gespeichert? Nein. Jetzt wurde mein Spiel gespeichert. Verbleibende Schalter 4. Erstmal muss ich mich in einen Pipa-Polizisten verwandeln. Vergiss nicht, dass die Schalter, die du aktiviert hast, ausgehen, wenn der Alarm ausgelöst wird. So. Das heißt, der Alarm darf nicht angehen. Ausgeht? Nochmal. Keine Ahnung. Wir werden ja jetzt gleich sehen, was das genau damit auf sich hat. Ist bestimmt wieder was total Ätzendes, oder? Naja. Hallo. Mann, was für eine Latscherei wieder. Geht bestimmt auf die Gelenke. Ah, die sind also hier oben. Verlassen Sie das Sperrgebiet oder Sie werden umgehend aufgelöst. Was? Verlassen Sie sofort das Sperrgebiet oder wir machen Sie zu Schrott. Haltet den Eindringling auf. Wir sind deine Freunde, hab keine Angst. Wir sind bereit zu verhandeln. Du bist entdeckt worden.
Wenn der Alarm ausgeht, musst du von vorne beginnen. Moment, ich hab doch diesen Schalter gerade. Du bist entdeckt worden. Wenn der Alarm ausgeht, musst du von vorne beginnen. Hä? Verstehe ich nicht. Du bist entdeckt worden. Wenn der Alarm ausgeht, musst du von vorne beginnen. Er ist verschwunden. Stellt die Verfolgung ein. Gut, jetzt bleiben nur noch drei. Okay. Du bist entdeckt worden. Wenn der Alarm ausgeht, musst du von vorne beginnen. Das ist ja scheiße, oder? Gut, dann muss ich jetzt erstmal abchecken, wo die... ups. Bin schon wieder entdeckt worden. Du bist entdeckt worden. Wenn der Alarm ausgeht, musst du von vorne beginnen. Das ist doch voll scheiße, oder? Gut, jetzt bleiben nur noch drei. Oh, guck, da kommt der angerast. Man sieht diese Mistviecher auch gar nicht. Noch zwei und wir sind fertig. Das Wort fertig hört sich eigentlich gut an, ne? Ich darf bloß nicht entdeckt werden, das ist das Problem. Schnell, mach den letzten an. Wo ist denn der letzte zur Hölle? Ach, der ist ja auch irgendwo am Anfang. Stimmt, hier war der, hier war der. Komm, 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 komm. Wo war der noch? Ach, da unten. Ausgezeichnet. Gib mir 30 Sekunden, um alle Daten des Ehrenspielers herunterzuladen. Du bist entdeckt worden. Wenn der Alarm ausgeht, musst du von vorne beginnen. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Das ist doch voll die Scheiße. Genauso habe ich es mir wieder vorgestellt, ne? Das Spiel ist einfach der letzte Shit. Gut, jetzt bleiben nur noch drei. Vorsicht. Noch zwei und wir sind fertig. Eins, zwei. Hier oben ist wieder eins. Hier patrouilliert doch so einer. Shit. Schnell, mach den letzten an. Aha. Ausgezeichnet. Gib mir 30 Sekunden, um alle Daten des Ehrenspielers herunterzuladen. So, jetzt schnell weg hier. Nicht entdeckt werden. Uah, da kommt einer, da kommt einer, da kommt einer. Ich sehe es ja da unten auf der Karte, ne? Noch 15 Sekunden, da kommt jemand. Ich habe die Datei des Irrenspielers. Jetzt mach, dass du wegkommst und geh zum Pressezentrum. Der Schreibtisch, in dem wir den Menschen versteckt haben, ist verschwunden. So, okay. Es war ein bisschen doof. Nee, es war machbar. Es ist zwar zum Glück alles gut machbar. Das heißt jetzt... Ab. Hier ist der Verbrecher! Ja, ja, komm, lass mich in Ruhe. Wir wissen, wo du bist und wir werden dich schnappen. Nix da, ich bin jetzt weg. Hier ist der Verbrecher. Mein Job ist hier erledigt.
Lalalala. So, und da ist es schon wieder gegessen, das Thema. So, Humphrey, er war vor kurzem an seinem Terminal und weiß sicher etwas über die Sache. Humphrey Boy, wo bist du rum? Hiermit muss man echt immer reisen. Das geht so viel schneller. Das Spiel braucht nämlich in gewisser Weise echt eine Beschleunigung. Weil ich meine, so super mega abwechslungsreich ist es ja jetzt nicht, ne? Ach, guck mal, da hinten ist er. Ach so, nach unten. Sonst hängt er immer da oben im Büro ab, ne? Hey, wo ist der Schreibtisch aus dem Pressezentrum? Ein Bote namens Turl hat ihn gekauft. Bei dem Typ sind ein paar Schrauben locker und wenn er sich etwas in den Kopf setzt, muss er es auch haben. Er hat den Schreibtisch vor einer Weile abgeholt. Troll ist im Gebäude. Such ihn und bring ihn dazu, dass er den Schreibtisch herausrückt. Wie sollen wir das denn machen? Speichern erstmal wieder. Muss ich den irgendwie verprügeln? Wahrscheinlich muss ich dem Gewalt androhen. Die einfachste Art, Informationen zu bekommen. Aber nicht gerade die schlauste. Ach, dieser Bote ist so schön schnell. Das freut mich. Troll, der Schreibtischdieb. Ich klaue auch regelmäßig Schreibtische. Ah, du bist Troll. Hey, ich kaufe dir den Schreibtisch aus dem Pressezentrum ab. Ich gebe dir das Dreifache von dem, was du bezahlt hast. Vergiss es, ich gebe ihn dir als Gegenleistung für einen Gefallen. Schon wieder? Na, dann schieß los. Das große Irre-Rennen, das der Irre-Spieler jedes Jahr veranstaltet, fängt gleich an. Die besten Piloten der Galaxie sind hier und nehmen teil. Mein Traum ist es, meinen Namen unter den Gewinnern zu sehen. Aber die Organisatoren haben mir nie erlaubt mitzumachen. Melde dich als mein Sohn Troll Jr. an und gewinne das Rennen. So kommt mein Name auf die Liste der Gewinner. Wenn du es schaffst, bekommst du den Schreibtisch. Du bist verrückt. Niemand wird mir abnehmen, dass ich dein Sohn bin. Es sind schon seltsamere Dinge geschehen. Außerdem bekommst du die Pläne für eine absolut geniale Waffe, wenn du gewinnst. Du siehst also auch nicht leer aus. Jetzt geh und gewinne die Qualifikationsrunde. Okay. Also zimmern wir uns ein superschnelles Raumschiff zusammen. Ist doch klar. Um damit wieder schön ein Rennen zu gewinnen. Na. Ach Mensch, die komischen dicken Roboter. So. Was hast du davon? Hä? Okay, nur Kampfschiffpiloten. Ich dachte, ich sollte mich als Troll Junior ausgeben. Dann halt nicht. Nun gut. Troll Junior. Ich denke, das werden wir dann erst in der nächsten Folge machen, ne? Ich muss nämlich auch mal gerade Pipi machen vorher. So. Nun denn. Ja. Ich habe dich als Trolls Sohn für das Rennen eingetragen. Zuerst musst du die Qualifikationsrunde gewinnen. Es ist ein Zeitbojenrennen. Naja. Werden wir natürlich jetzt das Raumschiff wechseln. Was haben wir denn da? Booster 5,5, 5,9, 7,5. Der hier 441 km/h nur ist nicht gerade schnell. Puh, Booster 9,3. Ne, Leute, wir fliegen gerade erstmal zum zur Werkstatt und gucken, ob wir uns ein noch schnelleres Schiff zusammenbasteln können.
Weil hiermit können wir natürlich kein Rennen gewinnen, ist klar. Das ist viel zu schwer und zu langsam. Aber das machen wir wirklich in der nächsten Folge. Ich stelle mich jetzt ans Terminal und dann geht es später weiter. Also in 2 Tagen, ne? Ich muss das Schnellste aus den Schiffen herausbekommen. Und Waffen brauche ich ja, glaube ich, nicht. So, in der nächsten Folge geht es hier aber weiter. Bis dann und tschüss!